Hallo, herzlich willkommen bei Spiel mit mir. Ich habe hier heute etwas ganz besonders Tolles. Das ist Slime und zwar Galaxy Lab. Bunter Slime in Grün, Rot, Gold, Blau, Lila. So viele Farben kann ich da erkennen. Das ist ein Scherzartikel, also eignet sich nicht für kleine Kinder. Hier stehen nämlich Warnhinweise drauf. Diese Warnhinweise unbedingt mitnehmen und aufbewahren. Scherzartikel, kein Spielzeug. Artikel nicht in den Mund nehmen. Erstickungsgefahr, kein Schleimhautkontakt, nicht werfen, kann abfärben, also wichtige Informationen, aber das sieht auch ganz schön nach Spaß aus. Ich werde es jetzt mal aufmachen und dann nehme ich das mal in die Hände und schaue mal, wie sich das so anfühlt und was man damit alles so machen kann. Werfen darf man es also nicht und in den Mund nehmen auch nicht, aber alles andere ist erlaubt. Glibberig. Sieht sich auf jeden Fall schon mal ganz nass an. Und glitschig. Meine Hände sind jetzt ganz schmierig direkt. Und es reißt. So, jetzt kann man auch die Farben noch mal etwas genauer erkennen. Grün, rot, rot immer noch hier. Und hier ist so ein bisschen Gold, Blau und hier oben sehe ich noch ein bisschen Lila. Mal schauen, ob man das auch wieder verkneten kann. Ich versuche es mal so in meinen Händen zu rollen. Nee. So, ich gebe es mal hier wieder in dieses Reagenzglas, das mit dabei war. Kann auch Furzgeräusche machen. Ich stopfe das jetzt hier gerade wieder rein. Und da quillt es auch schon wieder raus. Also, es macht auf jeden Fall schon ziemlich viel Spaß. Ist ein bisschen ekelig. Und glibberig an den Händen, aber verspricht wirklich viel Spaß, weil man damit ja tolle Sachen machen kann, wie ihr hier seht. Furzgeräusche, verschiedene Glibberfarben und ich kriege das hier gar nicht richtig rein. Ich dachte, das wird... schütteln kann man es auch. Das klingt dann so fast wie Wasser. Ich mache mal schnell den Deckel wieder drauf. Ein bisschen schütteln. Ja, das war Galaxy Lab. Ganz verrückter Slime in bunten Farben. Glitschig und schmierig. Ich habe jetzt überall noch so kleine Glibberpunkte an den Fingern. Auf jeden Fall ein großer Spaß und ja, ein richtig typischer Slime. Wenn er euch auch gefällt, so gut wie mir, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch vielleicht schon mal so einen bunten Slime gesehen habt oder vielleicht eher nur grünen. Könnt ihr alles einfach mal in die Kommentare schreiben. Und ja, ich habe schon gesagt, wenn er euch gefällt, Daumen nach oben. Schaut auch unsere anderen Videos. Wir haben auch schon in einem Video gezeigt, wie man Slime selber machen kann. Vielleicht interessiert euch das auch. Einfach reinschauen. Und sonst abonniert unseren Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was Spielzeug angeht. Und schaut unsere anderen Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!